Warzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen, riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was ist passiert? Scheiße! 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 Was passiert hier? Gemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel! Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Wir haben diesen Ort vor längerer Zeit entdeckt. Aber ich kann mich noch immer nicht dran erinnern. Ein seltsamer Ort, dieses D6. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, bis die UdSSR zusammenbrach. Der Krieg ist unvermeidlich, haben sie gesagt. Das Volk glaubte an eine bessere Zukunft. Doch unsere Anführer setzten ihr Geld auf den Weltuntergang. Wie und hat D6 sie gerettet? Er konnte sofort. Sie konnten Du hast 5 weitere 30er Einheiten. Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Es wird noch mehr. Streng dich mehr an.
Sein Tod ist also durch die Sünde zu kommen. Halt den Rücken gerade! Romanov war der Einzige, der dort lebendig ankam. Zieh deine Wampe ein! Du verstehst es mich! Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Die Sümpfe sind kein Problem. Hallo Artyom! Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Gute Wahl. Die Kalasch ist das Arbeitspferd im Arsenal eines Rangers. Schrotflinten sind immer gut, wenn man auf kurze Entfernung jemanden töten will. Versuch nur nicht, sie als Scharfschützengewehr einzusetzen. Also gut, Artyom. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Waffen runter! Hey Artyom, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Probier es mitten auf die Brust der normalen Attrappe zu schießen. Jetzt schießt die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um die Rüstung zu durchbringen. Halt nach unten Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopf. Schrecklich! Und das haben sie zu einem Ranger gemacht? Versuch's nochmal. Hör auf, herumzustümpern. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen.
werden wir mit Sicherheit verstrahlt. Miller ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Zumindest der Bereich, in dem wir... Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Er ist der Herr gekommen. Schenk diesem Klang keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung, gehen wir. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Khan, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Häuser und Ausgänge. Insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Weiß jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in der Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. In Ordnung. Artyom. Und Sie, Khan? Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst. Geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal!
Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Kanin aus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden. Vergiss Kahn. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job ist es, ihn abzufangen, bevor er den gestohlenen Behälter abliefern kann. Verstanden? Jawohl. Wenn Lesnitzki mit dem Behälter entkommt, besteht ein Risiko für die gesamte Metro. Wenn Sie ihn also nicht lebendig fassen können, dann bringen Sie mir verdammt nochmal seinen Kopf. Jawohl. Wegtreten! Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Sei ein klares kleines Versuchskaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Kahn dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte.